Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator und irgendwie hat sich das mit meiner wenig gepasst mit der Mission, warum auch immer. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen scheiße. Eigentlich wollte ich euch, habe ich ja die Folge schon aufgenommen mit dem Lexer-View machen, da haben wir die zwei, dreimal gefahren und haben wir also jetzt ausgebaut. Naja, dann ist das jetzt einfach so und wir können dann weitermachen mit der nächsten Mission, die heißt dann Maritime Wissenschaften und das machen wir heute. Alter, ein Zeittag auf der Route zwischen Denali Research und Aris Harbor. Okay. Das heißt, Ruhe klarstellen. Da müssen wir hier runter. Genau, Research. Apple Farms Walk. North Gate Avenue. Bay Glenrose Avenue. Technical University. Nehmen wir die Technische Universität. Mayfair Avenue. North Gate Avenue. Das Denali. Ach, wir müssen eine. Okay, das können wir ja relativ zeitnah in einer Mission machen hier. Wir sitzen eine ausgewiesene Route durch Denali Research und Aris Harbor. Also zweimal. Gut, das kriegt. Inner Street. So. Warte mal. Inner Street. Nee, das müssen wir anders bauen. North Gate Avenue. Mayfair Avenue. Ja, ich baue die. Ich mach, weiß, wie ich das machen muss. Dann nehmen wir die. Dann nehmen wir die Technische Universität als Starthaltestelle raus. Nehmen die. Also grün, 1-1. Mayfair Avenue. 2-1 lila. North Gate Avenue. Landy Street. Inner Street. 3-2 blau. Friedel Street. Dock 1. So, die überstellen wir. Fishing Harbor. Ja, nein. Möchte ich eigentlich nicht. So, jetzt müssen wir die Route nämlich wählen. Dann nehmen wir diese Route drin. Ja, nehmen wir die mit. Die sollten wir jetzt bitte nicht hoffentlich nicht jetzt die Haltestelle, die Dings nehmen. Die Route 15. Verarschen oder so? Hast du mich jetzt gerade verarschen? Warte mal. Warte mal gerade kurz. Jetzt fahren. Ich habe irgendwo jetzt gerade frei. Nee, ne? Ah, doch, es ist die Route. Okay. Oh, warte mal, halt. Jetzt will die Leute einstellen. Einsteigen lassen, Entschuldigung. Ja, schade. Ah gut, dann haben wir es halt. Die stellt aber auch im letzten Moment um, ey. Ich muss mal Licht einschalten. Ich glaube, wir haben gar kein Licht an. Was denn? Lichtfunktion, Weganlage, Beleuchtung, Beleuchtung. Scheinwerfer. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich auch Licht an. Jetzt sehe ich auch ein bisschen was. So, nehmen wir mal die paar Leute mit. 30 sollen wir insgesamt, glaube ich, mitnehmen, habe ich gehört. Und die kriegen wir relativ zügig zusammen. Zwischen Jan und Luis, ja, so, wollte gerade sagen. Hallo, noch mehrere Fahrkarten. So. Nur hin, bitte. Okay, noch ein Fahrgast, der blockiert aber noch die Tür. Eine
So, am Aussteigen, der Aufsteher, damit wir dem Herrn mal höflich sagen können, nimm mal von der Tür raus weggehen. So. So. Das Wetter macht es gerade nicht so einfach. Wir müssen einen Zahltag haben. Eine Fahrkarte, bitte. Und auch einen Zahltag brauchen wir noch. Dann haben wir sogar schon die Aufgabe geschafft. So, die sind dann. Hallo. Du willst auch noch eine? Ich glaube, ich gesehen im Rücken. Es gibt ja viele gute Bücher. Aber mein Lieblingsbuch ist definitiv das Sparbuch. Tadam. Alle mal. So, jetzt wollen wir, wie gesagt, dort den Zahltag noch. Also so gut wie möglich alles abschließen, damit wir das auch ohne Probleme hinkriegen. No, Northgate Avenue ist die nächste Haltestelle. Ich bin einer Crossgate. Ja, wir können wieder mal Busse kaufen, ne? Wir haben ja. Wir haben ja jetzt fast 800.000 oder so. Die Haltestelle kann aufgebaut werden. Upsi, das war ein bisschen viel. So. Wie gesagt, nur noch den Zahltag. Dann haben wir die Mission sogar tatsächlich in eine Folge gepackt. Ja, wie gesagt, endlich geht es wieder mit dem Bus-Simulator weiter. Jetzt hat es lange genug gedauert, dass ich die Pause hatte. Dass man zwischendurch mal ein Privatleben hat. Nun ja, das sollte klar sein. Dann werde ich mal seit 3 Wochen eigentlich wieder am Wochenende frei habe. Ja? Dann nutze ich das halt gerne mal aus und sage, ich bin mal privat unterwegs und nehme da mal nicht auf. Aber dann findet man dann doch mal ein bisschen Zeit noch. Perfekt, die habe ich gerade wieder ausgebaut. Ja. Warte mal, ich habe sogar 2 ausgebaut. Einfache Fahrt, bitte. Alles klar. Ich denke, ich gehe morgen mal zum Strand. Hab gehört, das Wetter wird gut. Schauen wir mal, wenn es besser wird als jetzt, ist es gut. Ja. Das pisst nämlich gerade ordentlich. Schön die Schwelle auf die Schwelle aufgepasst. Na komm. Ach, das ist schon die letzte Haltestelle. Müssen wir so, glaube ich, gleich nochmal fahren.
Ja, wir müssen auf alle Fälle nochmal fahren. Weil den kriegen wir nicht der Zahltacke. So. Guter Film. Route 26. Jetzt fahren. Und los. Ich gehe mal zum Startpunkt. Warte, was ist der Startpunkt? Der ist noch hier unten irgendwo. Ja, genau. Wir dürfen mal rüber zur Stellreise, damit wir den Bus mitnehmen können. So, Route wählen, Route 26, jetzt fahren. So. Route 74 zu packen. Du sollst eigentlich Route 26 fahren, aber gut, okay. Das ist die Haltestelle. Das ist der. Keine Ahnung, Plan. Oh, was ist denn das hier heute für? Park Plaza Drive. Park Plaza Technical University. Was ist denn das heute für eine. Was läuft denn da heute nicht? Route 15. Das lustig steht alle auf der anderen Seite, oder was? Oh. Ey. Spiel! Wir machen es anders. Ich gehe mal auf die andere Seite und nehme dann den Bus auf der Seite. Ist das falsch jetzt? Willst du mich jetzt eigentlich gerade flachsen? Ist doch bloß, ich muss jetzt mit dem Ding da irgendwo drehen. Ah, Spiel. Also ich muss jetzt. Na gut, es geht ja noch. Ich muss jetzt hier gucken, dass ich da einmal rumkomme jetzt. Dass ich den einmal drehe. Und wie gesagt, wir müssen Zahltag kriegen noch. Alles andere haben wir, glaube ich, soweit. Komm, jetzt fahren wir da mit deiner Möhre weg, damit ich ja weiterkomme. Oh ja, ist ja gut. Moin, Kollege. Der nächste direkt. So. Guten Tag. Tag, Aufgabe gelöst. Ich gehe davon aus, dass der Hafen deinem Unternehmen viel Geld einbringt. Dann haben wir die Mission sogar schon geschafft. Gut. Also, Tetz, du hast ja echt eine Menge Vorschläge für neue Orte für das Streckennetz. Aber wäre eine neue Touristenattraktion nicht auch toll? Du hast recht. Was ist mit dem Timber Ridge Observatorium? Das würde Touristen bestimmt gefallen. Und die Wissenschaftler kämen leichter hin. Nun, es ist nicht wirklich eine Attraktion, aber es wäre ein toller Ort für einen Besuch. Da hast du recht. Gut, in der nächsten Folge gehen wir in die nächste Mission an. Sorry, dass ich das jetzt ein bisschen abbreche hier, aber das ist dann halt so. Die haben wir ja schon einmal jetzt gefahren. Wir haben sie jetzt komplett abgeschlossen und in der nächsten Folge geht es dann mit der nächsten Mission weiter. Bis dahin. Tschüss beim Bus-Simulator 21.